herzlich willkommen zu einer neuen Runde The Solace Project. Wir haben uns ja beim letzten Mal den Kopf zerbrochen, oder ich vielmehr, wie wir jetzt über die Steinsäulen auf die andere Seite kommen. Und ich hatte eine kurze Eingebung, warum nicht mit dem verdammten Teleporter, weil ich jedes Mal vergesse, dass ich den Teleporter besitze. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren, wenn wir hier... Kommen wir da rüber? Das war knapp. Aber wir haben's, kommen wir da auch rüber? Ich drücke mal T. Vielleicht können wir auch schon... Ups. So, klatsch da drauf. Jetzt auf die Säule da drüben. Genau. So. Und jetzt kehre ich kurz Metall in mich. Und jetzt genau hier nach links. So. Das war nix. Das war auch wieder nix. Auch nix. Vielleicht noch ein Stück höher. Jetzt. Tatarata. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. So, was gibt's denn hier in der Kiste? Ein Hauch von nichts. Toll. Und hier? Auch nichts. Super. Okay. So, dann führt uns jetzt der Weg hier weiter durch die Höhle. Immer dem Kabel folgend. Oh, ein Speicherpunkt. Den nehmen wir doch gerne. So, und hier geht es immer tiefer. Immer weiter nach unten. Hellways of Darkness 2. Hä? Was war das jetzt? Was bist du? Darf ich mich jetzt bewegen oder ist das jetzt eine Sprengmine? Was bist du? Kein Bewegungssensor. Werden wir jetzt angekündigt? Da oben steht doch jemand. Da oben steht jemand. Da oben steht jemand. Wir sind definitiv nicht alleine. Wir haben es ja schon vorher vermutet. Hallo. Der geht weg. Was ist das hier für ein Riesentempel und warum wackelt das jetzt wieder? Was steht hier drauf? Hellway of Darkness. Mhm. Nicht gerade sehr vertrauenserweckend. Okay, hier Schlafbetten mit Skeletten. Na gut, wir wollten es noch gar nicht mitnehmen. Was bist du, ein Stein? Wow. Was wollte der Typ da oben? Der hat auch so einen Stab in der Hand. War das einer von diesen Anführern? Kann man hier nichts... Was bist du? Schild. Schild? Komm, da fressen wir das jetzt mal, das Zeug hier. Konsumieren. Und jetzt können wir wohl den... Ups. Wie kommen wir denn jetzt hier durch? Achso, vielleicht einfach ducken. Ein Schild. Okay. Hier liegt wieder ein Schwert. Also gibt es wahrscheinlich wieder demnächst irgendwo einen Hebelmechanismus zu betätigen. Irgendwo öffnet sich eine Tür. Kann ich auch... Irgendwie fühle ich mich gerade mit Schwert sicherer. Das für ein Geräusch. Das ist einfach nur so Steine, die irgendwo runterrieseln. Hier ist wieder ein Stein. Und was bist du denn? Die kann ich nicht einsammeln, okay. Ägyptische Zeichen. Hier liegen Steine in den Betten. Da durchgucken, ja, nicht so richtig. Hier waren wir ja, glaube ich, drin, oder? Ja. Bin ein bisschen angespannt jetzt. Ich rechne jetzt mit irgendwelchen unschönen Überraschungen. Was steht denn hier drauf? Erbaut auf Galea im dritten Jahr nach dem Exodus. Okay. Mhm. Guck mal, hier ist auch eine Kinderleiche. Also es... Das könnten
Toiletten sein? Waschbecken? Ich weiß es nicht. Da sitzt jemand drauf, es sieht aus wie Toiletten. So, dann gehen wir mal vorsichtig voran. Und das sieht auch sehr technisch aus hier. So, schauen, dass wir möglichst nichts übersehen. Ich lausche dauernd, ob ich wieder Schritte oder sowas höre. Das sieht da aus wie so eine kleine Mini-Kapelle oder so. So eine Andacht. Hier die Opfergaben. Ich denke mal, eine gewisse Form von Religion wurde hier auch betrieben. Und hier ist wieder das sogenannte brennende Eis. Aber wir können nichts dort machen. Ich suche jetzt nehme mal das Feuerzeug. Also den Gasbrenner vielmehr. So sieht er zumindest aus. Aber da können wir auch nichts machen. So, die Fackel wieder raus. Sonst wird es zu dunkel. Hier sind wieder irgendwelche Skelette zur Ruhe gebettet worden. Hier mit diesen Farbmarkierungen ringsrum. Hier irgendwo was finden. Sieht nicht danach aus. So, der letzte Raum. Wieder ein Stein, den brauchen wir nicht. Okay. Ich hoffe, der Typ, den wir da vorhin gesehen haben, dass der uns vielleicht freundlich gesinnt ist und dass das nicht derjenige ist, der für den Abschuss verantwortlich war, unseres Raumschiffs. Erstmal was trinken. Und was bedeuten diese ständigen Erdbeben? Hier eine Maske. Oh, die ist wieder so markiert. Passiert jetzt irgendwas? Ist ja wie so ein Altar. Da oben war er vorhin. Hier was machen? Nee. Können wir noch Kerzen anzünden? Anscheinend eine Kochstelle mit den Töpfen hier. Ein Kamin, da ist auch nichts drin. Ja, und wo kommen diese ständigen Erdbeben her und was bedeuten sie? Und warum hast du ein Ausrufezeichen? Hier wieder die Steinhaufen. Ist auch so eine Frage, was bedeuten diese Steinhaufen? Und hier ein Familiengrab, Mama, Papa, Kind und Onkel oder noch ein Kind. Wer weiß. Auch hier wieder so ein Podest. Es gibt hier sehr viel zu trinken. Wieder nur ein Stein. So, wir nähern uns jetzt dem Punkt, wo sich der Kollege befunden hat. Eine Tür. Ohne erkennbaren Mechanismus. Und hier wieder das... Ist das das Ankzeichen? Ich glaube ja. Okay, hier... Die Symbole deuten darauf hin, dass hier irgendwie... ein hochrangigeres Mitglied dieser Vereinigung, dieser Rasse, was auch immer, geschlafen hat vielleicht oder gehaust hat. Okay, da ist der Mechanismus, da gucke ich mich gleich um. Aha, und hier liegt ein Stein drauf auf dieser kleinen Säule auf dem Plateau. Ich möchte mich aber erstmal überall umschauen. Hier wieder das Angstsymbol. So, gibt es hier oben noch irgendwas? Ich vermute mal, wir müssen unten erstmal den Schalter betätigen. Wieder Kerzen. Zünden wir an. Eine Kiste, da schauen wir auch mal rein. Hier wieder diese Alien-Eier. Ich glaube, das waren sie. Ein Schlüssel, passt der Schlüssel? Okay, wir müssen einen Schlüssel finden erstmal wieder. Und wo geht es hier lang? Zu weiteren Truhen. Ach, und die Steintür, die wir vorhin gehört haben, die hat wahrscheinlich dieser Typ dann hinter sich geschlossen. Da haben wir noch ein Schwert. Wir haben schon zwei Schwerter jetzt. Heißt das, wir haben einen Mechanismus übersehen? Okay, mehr gibt's hier nicht. Das heißt, es wird Zeit, den Mechanismus zu betätigen.
Der war hier, genau. Warte mal, was? Okay, jetzt geht ein Licht an. Ein Licht geht an. So, können wir jetzt hier betätigen? Ja. Schnell die Fackel rausholen. Ein Licht geht an. Also, wir müssen alle vier Lichter zum Leuchten bringen. Ah, hier ist noch ein Licht. So, hier. Zweites Schwert rein. Was tut sich jetzt? Ach, da geht die wieder zu. Und die geht dafür auf. Und hier müssen wir wahrscheinlich... Können wir den Stein nehmen? Nee. Also wir brauchen Steine offensichtlich. Wir brauchen offensichtlich jede Menge Steine. Schmeiß ich ihn dafür weg. Was bist du? Noch ein Mechanismus. Wir aktivieren ihn mal. Die Himmelsmenschen, was jetzt, war es schon wieder zu schnell, erzählten von ihrer großen Arbeit oder berichteten, ich habe den Anfang gerade nicht gelesen. Ich höre ihr weinen, was wir von ihnen verdienen, was, ich verstehe es nicht richtig. Noch gerade viel zu aufgewühlt, jetzt sind wir wieder hier. Okay, Steine, wir brauchen Steine, ich sammle jetzt Steine. Ich denke, wir können die zerkloppen. Mache ich mal. Was passiert denn dann? Keine Ahnung. So, und irgendwo gab es noch mehr Steine. War das oben oder war das hier unten? Muss ich nochmal genauer schauen. Steine, 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 Steine. Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Jetzt soll das auch bitte vorangehen. Da ist noch ein Stein. Was haben wir denn eigentlich jetzt von den... zerkloppten Stein, scharfen Stein. Okay, brauchen wir gar nicht. Was schmeiße ich denn jetzt mal weg? Ölflasche. So, fallen lassen, bitte. Ja, alle Ölflaschen. Ja, und auch die dritte sollst du bitte fallen lassen. So, Fackel raus. Und Stein her. Achso, den können wir sogar nicht. Jetzt können wir ihn einsammeln. Ich glaube, wir brauchen drei, ich glaube, drei Druckplatten waren das. Die Musik wird schon wieder so ein bisschen bedrohlich. Das gefällt mir gerade gar nicht. Da kriege ich schon wieder ein ungutes Gefühl hier bei der ganzen Sache. Das ist nicht schön. So, jetzt gehe ich nochmal eine Etage höher. Ich glaube, hier kommen wir jetzt ja nicht wieder zurück, oder? Denn das? Kam nicht hier raus? Ne, hier kam er raus. Totale Verwirrung gerade bei mir. Oder rede ich gerade Quatsch? War das hier? Auf jeden Fall sind da vorne überall diese Leuchten drauf, die wir vermutlich aktivieren müssen. Ne, hier war das. So, jetzt versuche ich mal dort. Haben wir die schon gelesen? Ist die Himmelsmenschen... begannen ihre große Arbeit. So. Schauen. Hat das geklappt? Yes. So, dann machen wir das gleiche hier auch noch. So. Ja, und dann fehlt, glaube ich, ein Stein. Wie kriegen wir die jetzt wieder auf? Können wir den... Das geht, okay. So, jetzt fehlt hier noch für die Platte. Ach! Aha! Habt das gesehen? Da geht die Tür auf. Alles klar. Jetzt macht das... Erfüllt das Ganze auch einen gewissen Sinn. Und wir brauchen trotzdem noch ein oder zwei Steine. So, jetzt gucken wir erstmal auf der anderen Seite nach. Nein, falsch. Jetzt hier vielleicht noch... Hier war doch noch ein Stein. Genau. So, und wenn das Ganze einer gewissen Logik folgt, dann werden wir gleich auf der anderen Seite auch noch zwei Steine brauchen. Schauen wir mal. So, und jetzt müsste es hier auf sein. Genau, da brauchen wir auch noch einen Stein.
Den müssen wir gleich mal finden, aber erstmal schauen wir uns die Tafel an. Ich bin Kur der Erleuchteten. Ich beobachtete die Himmelsmenschen vor zahlreichen oder zahllosen Monden zuvor. Ich beobachte die Himmelsmenschen seit zahllosen Monden. Was ist denn ein Beseter? Ich werde ihre Welt der Hoffnung teilen. Okay, also anscheinend ist das auf jeden Fall ein Unterstützer gewesen. Wer war es? Wie hieß er? Kur. Kur war also jemand, der diesen Himmelsmenschen anscheinend positiv gegenüberstand. So, und jetzt bräuchte ich ganz positiv noch einen Stein. Gucken, gab es hier oben vielleicht zufällig noch einen Stein, den ich übersehen habe? Das wäre jetzt sehr fein, so ein Stein. Kerzen bringen uns nicht weiter. Sieht nicht so aus. Hier vielleicht? Nein, kein Stein. Können wir da auch irgendeinen anderen Mist draufpacken? Ich probiere das mal aus. Hops, hier runter mit dir. Ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Ich befürchtete ja fast nicht. Reicht das, wenn wir uns einmal draufstellen? Wahrscheinlich auch nicht. Epische Musik. Ich versuche jetzt mal hier so ein dämliches Signalfeuer drauf zu platzieren. Und das reicht. Das geht auch. Okay, super. So, und hier hat sich jetzt geöffnet, die große Kammer. Was bist du denn? Was haben wir halten? Relikt des Lebens. Maximale Gesundheit gesteigert. Plus 25. Und hier ist der Masterschlüssel. Okay. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen, um weiterzukommen. Dann nehme ich das Ding einfach wieder mit. Was hauen wir noch raus? Komm, da können wir vielleicht Gesundheit, Temperatur. Wie was sagt unsere Kalorien? Die sind eigentlich noch völlig okay. Ach. Ja, aber ich glaube, lieber sowas droppen, anstatt das schöne Leuchtfeuer hier zu lassen. Warte mal. Genau. Ich nehme jetzt das da. Das ist nicht so wichtig. Jetzt sehe ich nichts. Hier. So, Klatschdruff da. Und jetzt nehme ich das Leuchtfeuer mit. Nein, das ging schief. Warte mal, jetzt sollte ich vielleicht mal Licht machen. Doch, ist doch ausgelöst. Ist doch alles gut. So, wo war das mit dem Schlüssel? Ich glaube, eine Etage höher. Hab's. Nach oben. So, dann lassen wir uns mal überraschen. Dann folgen wir mal dem Unbekannten. Wo war... Nee, das war unten, ich Idiot. Bin ich jetzt gerade total stulle? Ja, hier. Hier war der Mechanismus. So. Dann werden wir jetzt den Schlüssel reintun und dem Unbekannten folgen. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann seid auch nächstes Mal wieder dabei. Und dann werden wir rausfinden, ob uns der Unbekannte freundlich gesinnt ist oder nicht. Ob wir ihn überhaupt finden oder ob er auf einmal verschwunden ist. All das werden wir in der nächsten Folge rausfinden. Bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.